Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute natürlich zurück mit dem Thema der Stunde und es ist leider eine sehr dunkle Stunde für Europa, besonders für die Menschen in der Ukraine. Ja, es ist eskaliert, es ist das Unvorstellbare passiert und wir wurden alle böse überrascht. Natürlich ist die Börse jetzt auch gefallen. Ist natürlich momentan nicht das Wichtigste, aber trotzdem sind wir im Börsenkanal und wollen jetzt rational die Lage einschätzen und das werden wir jetzt mal tun, was sozusagen der rationale Fahrplan für die nächsten Stunden und Tage ist. Und jetzt mal eine ganz kurze, ehrliche Anmerkung. Also so war das Video jetzt natürlich nicht geplant. Wir sind komplett überrascht worden. Wir wollten jetzt den Blick eigentlich schon ein bisschen nach vorne richten, vielleicht welche Aktien man kaufen kann. Wir werden heute natürlich auch noch über Aktien sprechen. Aber jetzt hat sich die Lage einfach komplett verändert und Peter und ich haben jetzt handgestrickt hier nochmal alles zusammengesucht. Wir wollen euch natürlich jetzt die neuesten Nachrichten bieten. Kurzen Überblick, was passiert ist. Und ich habe natürlich jetzt auch hier am Bloomberg-Rechner nochmal die aktuellsten Charts und Zahlen rausgeholt. Und das schauen wir uns jetzt ganz genau an. Kommen wir ganz kurz zur aktuellen Lage. Ihr habt es alle mitbekommen, es geht jetzt nicht mehr nur um die Grenzgebiete, sondern es ist jetzt wirklich die ganze Ukraine beschossen worden. Wir können mal kurz auf diese Karte schauen. Die haben wahrscheinlich leider auch schon einige von euch gesehen. Also es geht jetzt hier nicht mehr nur um die Separatistengebiete, sondern ihr seht jetzt auch hier zum Beispiel Lemberg. Das ist schon sehr nah an der polnischen Grenze. Und natürlich ist auch die Hauptstadt der Ukraine, Kiew, bombardiert worden. Wir können hier mal kurz ein Bild zeigen. Das ist jetzt hier eine Rakete oder was, besser gesagt, was davon übrig geblieben ist, die Überreste, und das ist natürlich ja eine Katastrophe. Man braucht eigentlich gar nicht viel dazu sagen, die Bilder sprechen da wirklich für sich. Und Wladimir Putin hat von einer besonderen Militäroperation gesprochen und wie gesagt, das ist schon komplett unerwartet. Also am Montag waren wir auch schon durchaus schockiert, aber das war zu erwarten. Das war jetzt nichts Neues. Die US-Geheimdienste haben das ja auch alles schon ganz gut vorausgesagt. Also dass der Einmarsch erfolgt, das war eigentlich letzte Woche schon zu befürchten. Wir haben euch da ja auch gut auf dem Laufenden gehalten mit den Einschätzungen. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach immer mehr gestiegen. Am Montag ja, war es dann schon sehr wahrscheinlich. Am Dienstag war es quasi schon ja, fast bei 100%. Aber das galt jetzt natürlich eher für die Gebiete an der Grenze. Das ist alles ein schwieriges Thema, das brauchen wir jetzt nicht mehr hier breittreten. Aber wie gesagt, dass jetzt dann Kiew bombardiert wird, damit war jetzt nicht zu rechnen. Und das hat natürlich die Börse auch wieder böse überrascht. Am Montag wurde ja schon eher die Story dann gespielt, naja, war jetzt zu erwarten. Es ist ja jetzt auch nichts ganz Schlimmes passiert. Und jetzt hat es natürlich nochmal alle völlig auf dem falschen Fuß erwischt. DAX wieder abgesoffen und natürlich auch die Moskauer Börse, die wurde geschlossen vorübergehend, weil dann natürlich die Kurse auch komplett abgerauscht sind. Was ist da jetzt los? Wir haben es in den letzten Videos schon besprochen. Natürlich, wenn es eskaliert und vor allem, wenn es negative Überraschungen gibt. Das ist jetzt das Wichtige. Montag war natürlich die erste negative Überraschung. Jetzt gab es nochmal eine obendrauf. Wie es weitergeht, dazu kommen wir gleich. Dann wird natürlich Risiko abverkauft. Also Aktien runter. Gazprom hat es zum Beispiel am Montag schon zerlegt, da minus 25-30%. Dann gab es natürlich den Rebound. Jetzt sieht es wieder etwas schlechter aus. Gold natürlich hoch, Rohstoffe hoch, ist natürlich ganz klar. Also eher die sicheren Häfen. Silber auch gestiegen, der Ölpreis zum erstmal über 100 Dollar. Aber jetzt wollen wir natürlich mal weiterschauen. Das ist jetzt nur die Oberfläche. Was ist da jetzt wirklich los? Und sind wir jetzt schon wieder in der Krise mittendrin? Oder bewegen wir uns vielleicht darauf zu und auf einen Crash wieder wie im Jahr 2020? Jetzt schauen wir erstmal auf die Ukraine. Die steht natürlich jetzt besonders im Fokus. Und da ist die Lage natürlich ganz brenzlig. Also vor Ort natürlich für die Menschen. Da sind sehr viele Leute geflohen. Ihr habt vielleicht auch die Bilder gesehen in Kiew. Da ist Stau auf der Autobahn, weil die Leute natürlich weg wollen, weil die Russen jetzt schon mit Bodentruppen natürlich einmarschieren. Das spiegelt sich natürlich auch bei den Anleihen wieder. Blenden wir das mal ein. Ihr seht es, es war schon dramatisch in den letzten Tagen. Jetzt ist das Ganze hier nochmal oben rausgeschossen. Also da sieht man leider auch, wie ernst die Lage gerade ist. Jetzt aber natürlich die Frage, müssen wir uns schon verrückt machen? Gilt das auch für den breiten Markt? Nein, es ist alles noch im grünen oder sagen wir vielleicht lieber im gelben Bereich. Blenden wir mal den Vola-Index ein. Da seht ihr auch, ist natürlich jetzt oben rausgeschossen. Aber wenn man es jetzt mal einordnet und natürlich in den größeren Rahmen, das ist ja das einzig Sinnvolle. Wenn ich jetzt den Chart nur mir 3 Tage lang anschaue, ist es natürlich dramatischer. Aber jetzt mal hier zum Vergleich 2020. Also da sind wir noch weit davon entfernt, dass man sich jetzt verrückt machen muss. Schauen wir hier mal auch noch auf die Spreads. Also das ist ja auch mal sehr wichtig, um dann zu sagen, sind wir jetzt schon in der Krise drin. Das vorauszusagen ist immer schwer. Man kann es natürlich schon messen. Da seht ihr auch, es läuft jetzt natürlich nicht gerade in eine gute Richtung, es läuft in die falsche Richtung, aber es ist jetzt noch nicht so, dass man sich hier verrückt machen muss. Ihr seht schon, da ist noch ein sehr weiter Weg nach oben, wenn man das jetzt mal mit der Krise im März 2020 vergleicht.
Und jetzt wollen wir ein bisschen konkreter werden. Jetzt gibt es natürlich diesen Spruch, der natürlich unschön ist. Ich sage es jetzt trotzdem nochmal, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Es gibt ja noch dieses extremere, makabere Zitat, wenn Blut in den Straßen fließt, dann muss man kaufen. Jein, also momentan natürlich, wenn ihr langfristig denkt, ich würde jetzt auf keinen Fall verkaufen, wenn die Kanonen donnern. Also wenn man langfristig denkt, wäre das jetzt, finde ich, eine Panikreaktion. Und wie gesagt, es ist einfach immer noch ein lokaler Konflikt. Also vom Weltkrieg sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Man sollte jetzt auch nicht sich verrückt machen und das alles total übertreiben. Aber die Lage ist natürlich ernst und man muss sich jetzt fragen, wie viel Überraschungspotenzial nach unten ist da jetzt noch drin? Also haben die Kanonen schon richtig gedonnert? Ken Fischer sagt, man sollte auf jeden Fall cool bleiben, denn solche Ereignisse lösen Korrekturen aus, aber keine Bärenmärkte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel von der Korrektur haben wir schon gesehen? Und jetzt wird es eben kompliziert. Natürlich ist in den Kursen theoretisch das jetzt alles schon irgendwie drin, das ist klar. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen vorausdenken. Montag haben wir gesagt, ja okay, das ist jetzt alles ungemütlich und jetzt wird ein bisschen verkauft und Putin macht jetzt da ein bisschen Radau, Säbelrasseln. Gut, Separatistengebiete an der Grenze, ja okay, ist alles nicht so wild, ist dann in ein paar Tagen wieder vorbei und eigentlich ist ja nichts Wildes passiert. Jetzt haben wir aber schon eine böse Überraschung erlebt und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele böse Überraschungen gibt es noch? Also ich muss sagen, ich traue dem Ganzen jetzt nicht. Verkaufen würde ich auf keinen Fall, aber ich glaube schon, dass es ein Mittel jetzt sein kann. Ich war zwischendurch auch mal ein bisschen short die Woche, vorsichtig, moderat, habe da mein Zockerdepot sozusagen ein bisschen abgesichert, ein bisschen oben gehalten, die Verluste ein bisschen ausgeglichen. Das muss jeder selber entscheiden. Also ich finde es auf jeden Fall legitim, jetzt vielleicht gerade mit Hinblick aufs Wochenende, dann übers Wochenende vielleicht sich da mal abzusichern. Das ist jetzt keine Empfehlung. Ich finde einfach, man kann das machen. Ich finde das im Zweifel sinnvoller, als zu sagen, ich verkaufe jetzt alles. Also lieber einfach den Bestand behalten, sich schon mal überlegen, wenn es jetzt vielleicht richtig noch scheppern sollte, vielleicht nachzukaufen. Und dann, wenn man sagt, ja okay, ich rechne aber jetzt schon damit, dass es nochmal runtergeht, dann kann man sich ja ganz gut auch mal mit einem Put absichern, beziehungsweise nicht nur absichern, sondern da auch natürlich einen Gewinn machen und dann die anderen Verluste ausgleichen. Also nochmal Fazit, verkaufen nein, absichern ja, ist kein Muss. Wie gesagt, wenn ihr ganz langfristig denkt, dann lasst es am besten einfach bleiben. Das Timing ist immer schwierig, aber ich finde es trotzdem gerade legitim, denn ich traue es diesem Markt nicht so ganz und dass man Putin nicht trauen kann, ich glaube, das hat er jetzt in den letzten Tagen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und wie gesagt, diese große Korrektur, die haben wir jetzt ja noch nicht gesehen. Das ist ja alles noch Kindergeburtstag, was wir da gesehen haben. Jetzt war der DAX mal minus 5%, dann erholt er sich wieder. Also für mich ist da auf jeden Fall noch Überraschungspotenzial nach unten. Das muss natürlich nicht passieren, aber jetzt zu sagen, ja, die Kanonen donnern und jetzt gehe ich da all in. Also lieber vorsichtig sein und wenn es jetzt, das wollen wir nicht hoffen, wenn das jetzt weiter eskaliert, also bitte, wir sind alle froh, wenn das nicht passiert, aber wir wissen es ja nicht. Also wenn es da jetzt nochmal 10-20% von mir aus nach unten gehen sollte, wir haben auch noch andere Probleme, das muss man ja auch sehen. Wir kommen gleich noch dazu. Das ist jetzt ja nur sozusagen ein Auslöser oder ein Brandherd, der kann ja auch noch andere Sachen beschleunigen und die Lage an der Börse war davor jetzt auch nicht gerade rosig. Also wenn es jetzt nochmal 10-20% runtergehen sollte, ist jetzt nur ein Beispiel, dass man dann sagt, okay, jetzt gehe ich rein, klar, dann haben wir, glaube ich, aber eine ganz andere Situation. Im Moment, finde ich, hängen wir da schon noch ein bisschen in der Luft. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das gerade empfindet. Würde mich sehr interessieren. Ist natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Da spielt immer viel Gefühl auch mit rein. Natürlich können wir auf die nackten Zahlen schauen. Also da kann man jetzt nicht von der heftigen Korrektur sprechen. Natürlich kommt es immer auf die Zeiträume an. Wenn wir jetzt auf 3 oder 6 Monate schauen, ist natürlich bei vielen Aktien schon sehr, sehr böse. Aber auf dem breiten Markt jetzt mal gesehen, dass man jetzt sagt, oh, wir sind jetzt wirklich ganz am Boden und wir sehen jetzt nur noch rot die ganze Zeit. Also da sind wir halt leider noch lange nicht. Und jetzt müssen wir noch ein paar andere Punkte besprechen, zum Beispiel eine mögliche Versorgungskrise, beziehungsweise wie wirkt sich das jetzt auf die Rohstoffpreise aus, auf Gas und Co. Olaf Scholz hat ja schon schnell reagiert, das war ja vor der Eskalation schon, hat sich das Ganze ja schon hochgeschaukelt, zum Beispiel die Zertifizierung von Nord Stream 2 wurde ja gestoppt, dann hat Herr Medvedev ja getwittert, ja viel Spaß damit, wenn die Gaspreise dann durch die Decke schießen, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Da wurde viel spekuliert, Medvedevs Tweet, ich spreche jetzt Medvedev einfach mal deutsch aus, ich weiß, dass Russisch man das anders betont, aber sonst verspreche ich mich jetzt die ganze Zeit. Also Herr Medvedev hat ja von 2000 Euro gesprochen, wenn man das jetzt mal umrechnet, das ist ja alles ein bisschen komplizierter mit Kubik und Megawattstunden und so weiter und so fort, dann stehen wir da jetzt rund bei 830 Euro, so knapp 1000 Euro, also dann wären die 2000 Euro mehr als eine Verdopplung, das ist natürlich möglich, wäre aber schon sehr, sehr sportlich. Russland könnte jetzt natürlich den Gashahn zudrehen, da wird ja auch rauf und runter berichtet schon seit Wochen.
Ist aber eher unwahrscheinlich, das ist die letzten 50 Jahre jetzt auch nicht passiert, auch während des Kalten Krieges nicht. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das nicht passiert. Ausschließen können wir das Ganze natürlich nicht. Wie gesagt, die Eskalation, die geht jetzt vielleicht erst los. Wir hoffen mal, dass das jetzt diplomatisch alles dann noch halbwegs gelöst werden kann und nicht alle durchdrehen. Also wie gesagt, ausschließen können wir das nicht. Es wäre natürlich ein Problem, zum Beispiel Niederlande und Norwegen, die können jetzt ihre Fördermengen nicht einfach mal künstlich nach oben drehen in ein paar Tagen. Also da haben wir natürlich schon mal ein gewisses Problem, eine gewisse Abhängigkeit. Auf der anderen Seite muss man auch rational sagen, wir hatten einen milden Winter. Wir sind jetzt fast schon im März, also der Winter ist bald vorbei und im Sommer brauchen wir halt 70% weniger Gas in Deutschland. Also da muss man sich jetzt schon mal nicht verrückt machen. Was auch ein wichtiger Punkt ist, blenden wir das mal kurz ein. Wir beziehen eh schon relativ viel Flüssiggas aus den USA. Das ist auch alles nicht so einfach. Also das kann man jetzt auch nicht beliebig natürlich über Nacht nach oben treiben. Das ist natürlich auch eine Frage, wo das dann hingeliefert wird. Das geht ja jetzt auch nicht einfach überall mal so. Aber wenn wir da mal drauf schauen auf den Chart, dann seht ihr schon, dass das zumindest in letzter Zeit schon deutlich mehr geworden ist. Und was man natürlich auch ganz rational sagen muss, es wird jetzt natürlich Sanktionen hageln. Also Russland wird jetzt sicherlich richtig hart rangenommen auf gut Deutsch. Aber man muss natürlich auch immer auf die russischen Interessen schauen. Also wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren. Da ging es ja wirklich, stand spitz auf Knopf, dass Russland wirklich komplette Probleme kriegt, den Haushalt zu finanzieren. Also die Hälfte des Haushalts ungefähr wird von Öl finanziert. Also das muss man natürlich auch immer im Kopf haben. Die Russen haben jetzt auch kein Interesse daran, gar kein Öl oder Gas mehr zu verkaufen. Also das muss man da natürlich auch immer ein bisschen rational einschätzen. Sie sind natürlich auch in gewisser Weise dann abhängig von den Abnehmern. Und jetzt hat auch eine interessante Studie die Runde gemacht, die letzten Tage hier vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Die haben sogar vorgerechnet, dass das deutsche BIP um 0,1% steigen würde, wenn es jetzt einen Handelsstopp geben würde von russischem Gas. Begründung hier, Grund für das Plus ist, dass die westlichen Verbündeten die fehlenden Importe Russlands durch Produkte der Bündnispartner ersetzen würden und hier Deutschland besonders wettbewerbsfähig ist. Und für die Russen selber wäre es im Zweifel nicht so gut, das kommt in der Studie auch vor. Demnach hätte ein Handelsstopp mit Gas einen Einbruch der russischen Wirtschaftsleistung um knapp 3% zur Folge, ein Handelsstopp mit Öl einen Einbruch um gut 1%. Aber wir brauchen uns natürlich nichts vormachen. Die Preise für Energie werden im Zweifel weiter steigen. Die sind ja jetzt schon hoch. Das ist natürlich ein Problem. Und das ist natürlich auch ein Problem, das wir verdauen müssen. Also das betrifft natürlich die ganze Weltwirtschaft. Das betrifft dann natürlich auch wieder die Börsen. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, wie weit eskaliert das, wie hoch steigt das Ganze und vor allem, wie viel ist davon jetzt schon wirklich in den Kursen drin? Und jetzt wird es interessant, denn wir reden immer nur über das Gas und das Öl, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen, die besonders wichtig sind für die Weltwirtschaft. Und da schauen wir jetzt mal drauf, was Russland da alles produziert. Und da seht ihr jetzt den Anteil Russlands an der globalen Produktion. Und da ist zum Beispiel Palladium, das ist halt Wahnsinn, das ist über 40%. Platin hier ist auch relativ viel. Und das haben vielleicht viele noch nicht so auf dem Zettel. Ja, da ist ja wieder mein bekannter Zettel. Und ja, da muss man sich natürlich schon mal fragen, wo das hinführen könnte und wie böse, dass dann wieder die Weltwirtschaft trifft. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht mal voll im Tritt wieder durch den ganzen Corona-Mist, durch die Lieferketten. Und jetzt, wenn es da nochmal richtig knirschen sollte, puh, das würde natürlich richtig ungemütlich werden. Und man kann das Ganze natürlich auch immer ganz gut an den Kursen ablesen. Schauen wir mal drauf, das ist jetzt hier ein Zertifikat auf Palladium. Sicherlich eine Idee, wenn das sich jetzt weiter noch hochschaukeln sollte. Ihr seht jetzt schon, das ist schon natürlich massiv gestiegen. Das wäre natürlich schon mal gutes Investment gewesen, haben vielleicht auch einige gemacht von euch. Wie gesagt, ist sicherlich jetzt auch noch eine Option, schon gut gelaufen. Ist halt die Frage, wie es jetzt weitergeht. Also wie gesagt, wenn sich das hinzieht und weiter eskalieren sollte, dann wird der Preis sicherlich weiter steigen. Was man auch sagen muss, in einem diversifizierten Portfolio ist man momentan ja vielleicht gar nicht so schlecht aufgestellt. Also ich habe auch schon länger natürlich Gold drin, das läuft zurzeit ganz gut. Silber hat auch angezogen. Platin habe ich zum Beispiel auch im Portfolio, ist jetzt auch ganz gut im Plus. Also da seht ihr schon, wenn man da breiter aufgestellt ist, nicht nur jetzt für die Krise, sondern generell, dann federt das natürlich auch einiges ab. Und natürlich Energieaktien, ja, die sind ja auch in letzter Zeit nicht so schlecht gelaufen. Und was auch Wahnsinn ist, wenn man sich mal die defensiven Werte anschaut, zum Beispiel Spartan Nash bei mir im Depot, die habe ich mir, glaube ich, letztes Jahr im Frühjahr 2021 reingeholt, 40% jetzt schon vorne, das ist jetzt wirklich eher ein langweiliges Geschäftsmodell, keine Aktie, wo die man jetzt kauft und sagt, ja, da erwarte ich mir jetzt mal einen schnellen Verdoppler, aber 40% schon, Bristol Myers Squibb bin ich auch dick im Plus, die ist ja lange Zeit auch nicht so gelaufen, also sieht man schon, wenn man aufgestellt ist mit Rohstoffen, Energie, dann natürlich defensive Aktien, natürlich auch Tech wird auch wieder kommen, dann hat man immer was im Depot.
Depot was läuft. Das ist natürlich immer wichtig, das Depot nicht so einseitig zu haben. Ich glaube, gestern auf Twitter kam auch wieder ein Auszug von irgendeinem Depot nach dem Motto, Mario, bitte mach Roast my Depot. Da war alles im Minus, weil es halt einfach nur spekulative Werte waren. Kann man machen, ich mache es nicht. Also das ist mir dann alles ein bisschen zu wild. Und jetzt fragen sich vielleicht viele von euch, ja, welche Aktien, wenn man gerade vielleicht ein paar im Depot hat, die da betroffen sein könnten, könnten denn demnächst noch richtig unter Druck kommen, wenn diese geopolitischen Spannungen vielleicht noch weiter an Fahrt aufnehmen sollten? Und das blenden wir mal kurz ein. Das ist eine Liste von JP Morgan. Die haben sich da mal Gedanken gemacht. Das sind jetzt ziemlich viele Aktien. Ich finde das jetzt schwer, das alles zusammenzubringen. Zum Beispiel natürlich Delta Airlines. Das ist jetzt relativ klar. Vielleicht kann das Ganze jetzt auch wieder für Tourismus dann ein bisschen belastend sein. Wobei man natürlich jetzt auch vielleicht nicht sich von ein paar Tagen beeinflussen lassen sollte. Was mich jetzt hier auch wundert, dass zum Beispiel die Energieaktien hier mit drauf sind. Was natürlich auch zum Beispiel hier ist Alcoa. Das ist natürlich schon die Frage, die man sich jetzt auch stellen muss, wenn die Energiepreise jetzt wirklich richtig durch die Decke gehen sollten. Welche Unternehmen brauchen denn viel Energie? Das ist natürlich schon dann auch nicht so lustig. Also wenn man sehr viel produziert und natürlich einen massiven Energieverbrauch hat, dann kann das natürlich schon auch richtig ins Kontor schlagen. Das ist natürlich dann nicht so gut. Hier zum Beispiel, klar, die Airlines haben wir noch, McDonald's, gut, wundert mich jetzt auch. Zum Beispiel bei Boeing wundert es mich auch ein bisschen, weil die natürlich auch rüstungsmäßig unterwegs sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch noch keine Liste von uns, sondern von JP Morgan. So Leute, das war jetzt heute alles ein bisschen wild, das ist jetzt auch ehrlich gesagt handgestrickt, aber wir müssen ja schauen, dass wir die aktuellen Sachen irgendwie unterbringen. Man muss jetzt abwarten, wie gesagt, nochmal Fazit, ich verkaufe jetzt auf jeden Fall nichts, also da müsste schon sehr, sehr viel passieren, das sehe ich jetzt gerade nicht, selbst wenn es noch weiter eskalieren sollte, verkaufe ich jetzt trotzdem keine Aktien. Wie gesagt, man hat immer die Werkzeuge, dann ein bisschen short zu gehen, um da vielleicht besser zu schlafen zu können oder dann ein ganz großes Risiko abzufedern. Ich würde es damit aber auch nicht übertreiben und vor allem, wie gesagt, langfristige Perspektive wieder einnehmen, Watchlist bauen, wenn es noch einen richtigen Rücksetzer geben sollte, also irgendwann kommt da natürlich der Zeitpunkt, wo man sagt, dann muss man wirklich massiv nachkaufen, ja, stick to the Fundamentals, das ist jetzt, glaube ich, so ein Satz, den man sich hinter die Ohren schreiben sollte. Wir müssen das wirklich immer rational betrachten. Unangenehm ist natürlich, dass wir jetzt ja nicht nur diesen Konflikt haben, sondern im März, da kommt die Fed, dann haben wir jetzt vielleicht noch mehr Druck auf die Inflation durch diese ganzen geopolitischen Spannungen. Das ist alles nicht schön. Das sind jetzt sehr, 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 sehr viele Unsicherheiten. Nicht nur ein Faktor, den kann man ja oft mal ausblenden oder vielleicht schon zumindest vorausblicken, sondern wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Störfeuer. Das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Versprochen, am Samstag gibt es dann mehr konkrete Geldideen. Das war jetzt eigentlich für heute geplant schon, aber das hat sich jetzt alles ein bisschen überholt, beziehungsweise das Aktuelle war jetzt natürlich wichtiger. Ich hoffe, es hilft euch trotzdem ein bisschen weiter. Ich habe jetzt versucht, das natürlich alles ein bisschen zusammenzutragen und einzuordnen. Ja, und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt irgendwas ändert an eurem Depot und wie ihr die ganze Sache seht. Ja, es ist eine dunkle Stunde, aber lasst uns trotzdem das Beste draus machen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und wir sehen uns dann am Samstag wieder und hoffen das Beste natürlich vor allem für die Menschen in der Ukraine. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.